Okay, wir sind wieder zurück und ich bin immer noch Deluxe. Und als nächstes seht ihr einen Bericht über eine Band aus Frankreich, wie schon angekündigt. Nemo heißen die und die singen auf Englisch, was mich persönlich sehr wundert, weil als ich in Frankreich war, konnte mir nicht mal am Hauptbahnhof jemand irgendwie an 7 Schaltern, hat es keiner geschafft, mir ein Ticket nach Deutschland zurückzuverkaufen auf Englisch. Deshalb aber viel Spaß mit diesem Beitrag. Wir sind gleich zurück. Nemos Hot Girl war das erste Lebenszeichen, das unsere Lieblingsfranzosen ins Land der Kartoffelesser gesandt haben. Mittlerweile sind sie schon fast einberlinert und ihre neue Single Lines rockt gewaltig. Auf Tour geben die Pariser alles, manchmal auch zu viel, wie Sänger Bruno feststellen musste. Ich war total betrunken, so wie die Dodos auch. Sie haben ihn in den Graben gestoßen. Ich bin halt unglücklich gefallen und habe meine Schulter gebrochen. Nun muss ich Physiotherapie machen, damit ich meinen Arm wieder richtig heben kann. Das Video zu Lines entstand in einer klassischen sogenannten Blue Box. Es war ein wirklich großer Raum mit einem riesigen Kamerakran und einem Laufsteg. Es wurde mit einer hochauflösenden Kamera aufgenommen und nach Amerika zur Nachbearbeitung geschickt. Wir haben 18 Stunden am Stück gedreht und waren danach etwas müde. Und die Müdigkeit hatte auch Auswirkungen. Am nächsten Tag mussten wir nach Toulouse und hatten Probleme, dorthin zu kommen. Erinnerst du dich? Ja, weil Vincent seinen Zug verpasste. Wir hatten nur 5 Stunden geschlafen, weil der Dreh so lange gedauert hat und mussten am nächsten Tag früh raus. Vincent schlief bei Mathieus Schwester. Er hat mit Mathieus Schwester zu lange rumgealbert und deswegen den Zug verpasst. He actually went to his sister's place. Because he's been messing around with Matthew's sister, and then he missed the train. Gut, dass wir die neue Rubrik In Bed With ins Leben gerufen haben. So konnten Bruno und Camille für uns ein kleines Akustikset auf dem Riesenbett im Hof des Backpack Downtown Hostels spielen. In der Gesamtlänge könnt ihr euch das online auf www.jagaloo.tv anschauen. Die deutschen Nemo-Fans müssen sich im August auf nach Erfurt machen. Wir werden beim Highfield Festival spielen, denke so gegen 18.30 Uhr. Es ist noch nicht klar, ob es die große Bühne wird, aber wenn sie es ist, werden wir direkt vor den Arctic Monkeys auftreten. Und das ist super klasse. Da freuen wir uns drauf. It's just right before Arctic Monkeys, I think, or something like that, and it's like, wow, really good. So we're very looking forward to playing that.